Promi-Geflüster, mal wieder natürlich, wie soll es anders sein, auch im November von zu Hause aus. Und wir haben natürlich die Stadthalle eingeblendet, heute wieder in Rot, denn Alarmstufe Rot haben wir. Also meinst du es schon Alarmstufe Dunkelrot, kann man fast sagen, denn momentan befinden wir uns wieder in einem Lockdown. Lockdown-Light oder wie sie sich da den Titel nennen. Aber wie auch immer, es ist alles wieder relativ ruhig geworden, speziell auch in der Veranstaltungsbranche. Und wie es da meinem heutigen Interviewgast so geht, das wollen wir jetzt gleich mal erfahren. Daniel Sommer, den habe ich heute in der Leitung und dazu sage ich mal Hallo und herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen. Cool, dass ich hier sein darf. Freut mich auf jeden Fall, dass es geklappt hat. Jetzt hier über diesen modernen Weg der Kommunikation übers Internet. Aber ich glaube, das ist das Beste, was wir daraus machen können jetzt gerade. Ja, moderne Technik, klar. Anders geht es momentan nicht. Das ist wohl wahr. Und Daniel Sommer, ich habe ihn zum ersten Mal kennengelernt. Ich weiß es noch. Das ist ziemlich jetzt genau 9 Jahre her am 6.12. sowas ungefähr. Da war er in Stuttgart damals noch als Schauspieler tätig, Jungschauspieler, wie auch immer, in einem Kinofilm zugange. Dann natürlich, die Musik war natürlich schon immer, hat ihn schon immer begleitet und jetzt mittlerweile ganz gut angekommen. Vor 2 Jahren haben wir uns auch nochmal getroffen bei Kinderlachen-Gala in Dortmund und da haben wir schon so ein paar Sachen verraten, was kommen könnte, was kommen wird. Und 2020 ist dein Jahr, kann man sagen, oder? 2020 ist mein Jahr. Natürlich habe ich mir das ein bisschen anders vorgestellt, den Start. Ich habe natürlich auch überlegt, ob es jetzt wirklich Sinn macht, in der jetzigen Situation, in dem jetzigen Jahr zu starten und wirklich als Newcomer in den Start zu gehen. Aber ich habe gedacht, es ist jetzt auch genau der richtige Zeitpunkt, den Leuten da draußen neue Musik mitzugeben, vielleicht auch ein bisschen Lebenshoffnung, Lebensspaß. Und deswegen, ich habe jetzt gesagt, komm, scheiß drauf, auf Deutsch gesagt, du machst es jetzt einfach und habe im Mai meine erste Single Herz auf und Endlich veröffentlicht. Und jetzt vor 2-3 Wochen ist meine zweite Single auch schon rausgekommen. Zu Hause, ein Riesenthema natürlich jetzt zur jetzigen Corona-Zeit, zur Situation, die wir alle miterleben müssen. Mhm. Und ich habe mir jetzt einfach auch zum Ziel ein bisschen gesetzt, den Leuten da draußen ein bisschen Mut zu geben und den Leuten auch in dieser schwierigen Situation ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Auf alle Fälle. Wie gesagt, Herz auf Unendlich war ja schon ganz erfolgreich. Das hat sich ja ganz gut etabliert den Sommer über. Und die jetzige Single mit Zuhause, die wird es natürlich, denke ich mal, gerade wie du schon gesagt hast, in der heutigen Zeit uns doch auch wieder ein gewisses Heimatgefühl geben. Es sind 3 Begriffe, die mir jetzt aufgefallen sind in der Biografie. Ankommen, Wohlfühlen, Geborgenheit. Wie sind diese Begriffe bei dir verwurzelt? Ja, ich bin ja schon sehr, sehr viel gereist in meinen jungen Jahren jetzt, bin totaler Reisefreak und habe auch schon mal 3 Monate mit einem Bulli eine Tour durch Australien, durch Neuseeland gemacht, wie es quasi ein bisschen auch in einem Video dargestellt wird. Und ich habe halt auf diesen ganzen Reisen natürlich die Zeit super krass genossen, aber ich habe mich auch extrem wieder auf zu Hause gefreut, auf meine Familie, auf meine Freunde. Und es war immer das Schönste, wenn ich am Flughafen ankam und meine engsten Leute, meine Familie, meine Freunde dann wirklich da standen und mich in die Arme geschlossen haben und gesagt haben, hey, herzlich willkommen zurück. Und ich glaube, gerade jetzt in der Zeit von Corona ist dieses Zuhause umso wichtiger geworden, dass man wirklich einen Ort hat, wo man sich aufgehoben fühlt, wo man sich geborgen fühlt und dass man einfach Leute um sich hat, die einem gut tun. Und deswegen habe ich gedacht, Zuhause ist jetzt genau richtig, um rauszubringen. Ja, doch, das klingt sehr gut. Und meine, jetzt sind es mal schon 2 Songs und ich weiß, du als Singer-Songwriter bist bestimmt schon kräftig dabei, deine ganze Palette dann aufzunehmen. Das machen eigentlich jetzt auch gerade sowieso viele. Wie schaut es aus? Sind mehr Titel geplant? Ein Longplay, da mal was in Planung? Ja, definitiv. Wir sind da ganz akribisch dran, weitere Songs zu schreiben. Wir haben auch tatsächlich schon echt viele
Songs jetzt in der Pipeline und natürlich ist auch ein Daniel Sommer Album geplant. Der Fahrplan bei uns sieht so aus, dass wir erst nochmal, weiß nicht, ein, zwei, drei Singles irgendwie machen, weil man dadurch einfach die größte Aufmerksamkeit irgendwie erzielen kann. Und dann aber mit, ja, mit Sicherheit natürlich auch das Album folgen wird. Und ich bin gespannt, wo die Reise hingeht, wer mich alles auf dieser Reise begleitet. Und ja, es bleibt spannend. Auf alle Fälle, weil du sagst, auf der Reise begleitet, Einreisebegleiter, den hast du ja schon im Management. Name taucht da auf, den man natürlich oder vor allen Dingen auch die Fans noch von Feuerherz her kennen. Wie kam die Zusammenarbeit jetzt zustande? Ich spreche von Sebastian. Sebastian Hurt, genau, Genau. den kennen natürlich auch viele Leute. Mit Sebastian war es ganz lustig, wir kennen es schon echt viele Jahre jetzt. Es war aber immer so ein Kontakt, ja, man wusste, wer ist und man hat sich auch zwischendurch mal geschrieben und abgedatet. Dann haben wir uns aber jetzt ja vor anderthalb bis 2 Jahren wieder getroffen, haben dann einfach mal zusammen Musik gemacht, haben das Songwriting halt zusammen ganz, ganz stark ausgebaut. Und haben einfach eine super krasse Freundschaft entwickelt. Und er hatte das ganze Daniel Sommer-Thema dann natürlich auch mitbekommen und ja, hat dann einfach irgendwann gesagt: Ey, hör mal, irgendwie hätte ich Bock, da mitzuwirken. Und da habe ich natürlich gar nicht nachgedacht, habe sofort gesagt: Ey, yo, klar, mega, weil letztendlich das ist das Schönste, was man haben kann, dass man so ein Projekt im engsten Freundeskreis aufbaut und da einfach einen an der Seite hat, dem man zu 150% vertraut. Und ich bin einfach super happy, dass er an meiner Seite ist und ja, wir wollen die Musikbranche rasieren und noch viel erreichen zusammen. Das wird euch bestimmt gelingen, denn ich sage mal, Potenzial ist da. Als wir uns ja, wie gesagt, das letzte Mal getroffen hatten, vor 2 Jahren, da beim Kinderlachen, war da auch eine tolle Truppe beisammen. Und da hast mich auch irgendeinen wieder speziell sozusagen auch empfohlen. Das war damals Tim Peters. Ja. Ich Genau. habe, da ist dann bei mir damals gar nicht gleich der Groschen gefallen. Den erst am anderen Tag hat mich jemand wieder darauf aufmerksam gemacht. Sagt der Mensch oder die Frau damals, sagt sie, Mensch, das ist doch der Sohn vom Heiner Peters Rendezvous, ne? Ach, krass, den kennst du auch noch. Ja, natürlich, klar. Ich habe damals vor war er vielleicht gerade so 7, 8 Jahre alt, der Tim. Da hat er beim Grand Prix des Schlagers mitgewirkt Ja, und genau, das damals weiß ich schon auch. Fotos gemacht. Lang, lang ist's her. Also du siehst, ich bin in der Krass. Branche zu Hause. Ja, super. Ja, wie ist denn da die Zusammenarbeit noch? Macht ihr auch noch was gemeinsam oder Tim hat ja selber sehr viel zu tun, ne? Klar, Tim hat selber sehr viel zu tun, aber Tim ist tatsächlich auch in meinem engsten Freundeskreis mit drin. Also die Kombination, die ist eigentlich so: Tim Peters, Paul Falk, Sebastian Wurth, meine Wenigkeit. Und das Lustige ist, Tim und Paul Falk, der ja auch Produzent ist und auch Songwriter ist, wir wohnen halt alle im Umkreis von 300 Meter Luftlinie hier. Also es ist alles wie eine kleine Familie. Wir sehen uns fast täglich. Wir machen tagsüber viel Musik zusammen, schreiben Songs zusammen und natürlich werde ich auch von den beiden produziert. Und es ist einfach das Coolste, wirklich in diesem engen Freundeskreis das alles aufbauen zu können. Nee, das klingt sehr vielversprechend und ich muss auch wieder feststellen, jetzt ist gerade so in den letzten 1, 2 Jahren so viel Junges, Neues am Start. Ich denke mal, die ganze Branche wird gerade ganz neu aufgemischt, oder? Ja, also ich glaube auch, dass da viel neue Künstler jetzt an dem Start sind. Auch so eine Marie Reim zum Beispiel, mit der ich auch befreundet bin, die ist ja jetzt auch neu an den Start gegangen dieses Jahr. Und es ist einfach cool, dass gerade der Schlager jetzt da so frischen Wind bekommt und die jungen Leute sich da auch an die Musik rantrauen. Denn Schlager muss ja nicht immer altbacken und kitschig sein, sondern man kann es So ist auch es. hochwertig und cool machen. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die wir uns jetzt, ja, zur eigenen Aufgabe gemacht haben, das den Leuten draußen auch zu zeigen, dass Schlager halt auch modern und cool sein kann. Und ich denke, dass wir das auf lange Sicht hinbekommen, den Leuten das zu zeigen. Ganz klar. Übrigens, wusstet ihr eigentlich schon, Promi-Geflüster ist auch auf den Social-Media-Kanälen präsent. Facebook, Instagram, Twitter und natürlich auch auf YouTube. Da schaut ihr uns ja jetzt auch hoffentlich zu. Obendrein auch auf Smart TV. Und dann wäre es schön, wenn ihr uns
folgt, liked, teilt, wie auch immer. Immer schön dabei sein, am besten abonnieren und entsprechend auch die Glocke aktivieren, damit ihr keine Folge verpasst. Und jetzt natürlich die Frage an Daniel, wo bist denn du online zu finden? Online bin ich natürlich auch überall vertreten, also Facebook, Instagram, überall Daniel Sommer Musik, da findet man mich easy, YouTube natürlich mit den Musikvideos und hin und wieder mache ich auch einen Livestream, den man dann mitverfolgen kann auf Instagram, der auch immer super viel Spaß macht. Dann gibt es auch noch einen Namen, der nennt sich Thomas Julian, der gehört ja auch noch so ein bisschen zur Familie, allerdings ist er in Belgien zu Hause und hat natürlich gerade auch Corona-bedingt, glaube ich, auch sehr viel, ist sehr viel eingespart, kann man sagen. Ne? Genau, der Thomas Julian, das war ganz lustig. Ich schreibe halt nicht nur für mich Songs, sondern auch für andere Künstler. Und der hatte mich damals mal über Instagram angeschrieben und hat gesagt, dass er auf der Suche nach guten deutschen Songs ist. Und dann konnten wir natürlich nicht Nein sagen und haben gesagt, jo, klar, machen wir auf jeden Fall was. Und dann haben wir seine erste Single, Wir leben unseren Traum, heißt die, glaube ich, ne? Ja, geschrieben, die er dann auch dieses Jahr veröffentlicht hat. Und ja, die Zusammenarbeit, die läuft super. Und da sind auch mit Sicherheit noch weitere Songs geplant, die wir mit ihm zusammen schreiben. Und das ist einfach cool, dass es alles so jung ist, so flippig ist, so modern ist und dass man auch über die Grenzen von Deutschland hinaus zusammenarbeiten kann. Auf alle Fälle, finde ich sehr gut, sehr positiv. Tja, jetzt natürlich lebt ein Musiker nicht nur von der Musik allein, sondern er möchte ja auf die Bühne, Auftritte. Sieht es dieses Jahr und wahrscheinlich auch Anfang nächsten Jahres noch ein bisschen sehr stiefmütterlich aus, oder? Ja, wie das mit Auftritten aussieht, ich glaube, das können wir alle noch nicht wirklich sagen, wo da die Reise hingeht und wie sich das alles entwickelt. Wir hatten jetzt Anfang Oktober noch eine Aufzeichnung, Schlagerspaß mit Andy Borg hieß das Okay. genau. Wann das ausgeschaltet wird, weiß ich auch nicht genau. Ich glaube erst jetzt im neuen Jahr 2021. Deswegen versuchen wir jetzt zumindest ein bisschen TV-Auftritte mitzunehmen und ich hoffe, dass sobald dann wieder die Möglichkeit besteht, auf der Bühne stehen zu können, dass ich da auch stattfinden darf und den einen oder anderen Slot bei Events bekomme. Ja, ich denke mal, da sind alle sehr gespannt, dass es da irgendwann hoffentlich zeitnah wieder weitergeht, aber es ist alles noch so unsicher und ja, ich meine, Fernsehsendungen jetzt nur mit den Kollegen ohne Publikum, ich glaube, das ist auch sehr ungewohnt alles, oder? Ja, definitiv. Ich meine, ich glaube, wir machen alle das Beste draus und das müssen wir auch weiterhin machen und einfach ja, positiv denken. Das wird irgendwann vorübergehen und solange müssen wir einfach, glaube ich, alle stark bleiben, ja, und das Beste draus machen. Prima. Ja, jetzt haben wir natürlich so langsam, neigt sich das Jahr ja zum Ende. Weihnachtszeit steht bevor und so weiter. Wie schaut es bei dir aus? Wie wirst du dieses Weihnachten, dieses spezielle Weihnachten 2020 verbringen? Ich denke mal, es wird vielleicht bei vielen ja, nicht ganz so üppig ausfallen wie sonst, oder? Achso, ich dachte, du wechselst das Bild wieder. Lass ich es ausnahmsweise mal so stehen, genau. Okay, ich glaube, das kann man auch noch nicht absehen, wie das wirklich dann im Dezember alles aussieht. Natürlich würde ich liebend gerne mit meinen Eltern, mit meinen Großeltern, mit meinem Bruder, mit seiner Frau das Weihnachtsfest verbringen. Aber natürlich hat man auch im Hinterkopf, dass man gerade die älteren Personen schützen möchte und Ich glaube, das kann keiner noch so richtig sagen, wie das dann wirklich im Dezember aussieht. Ich hoffe einfach, dass wir alle zusammen, wie gewohnt, zusammen am Tisch sitzen können, leckere Gans essen können und uns die Geschenke geben können. Aber wenn, weiß nicht, wenn das so weiter steigt mit den Zahlen, wenn das sich so weitert, ich glaube, dann ist es wirklich das Beste, wenn man sich übers Telefon, über diese modernen Wege mit Kamera fröhliche Weihnachten wünscht und einfach guckt, dass man sich gegenseitig schützt. Ja, das denke ich fast auch, dass es in die Richtung geht. Und ich denke mal einfach auch wieder ein bisschen runterfahren. Der ganze Kommerz, das muss gar nicht immer alles so sein, wie man sonst gewohnt ist. Ne? Das stimmt. Da einfach vielleicht mal wieder ein bisschen sich zurückbesinnen an die eigentlichen Werte.
Ja, Das lieber stimmt. Daniel, dann haben wir es doch schon mal fast. Wie gesagt, wenn du wieder neue Titel hast, wenn wieder was Neues ansteht, gerne melden und bist immer gerne herzlich willkommen bei uns, das weißt Danke, du. Und danke. ich meine, nächstes Jahr 2021 müssen wir eigentlich 10-jähriges Jubiläum feiern, dass wir uns schon kennen. Das stimmt, das stimmt. Echt Wahnsinn, ja. Die Ja. Zeit, die rennt, ey, unglaublich. Schauspielerei hast du jetzt gar nicht mehr weiter verfolgt, oder? Nee, nicht mehr wirklich. Also ich hab das ja damals ein bisschen gemacht und hat mir auch Spaß gemacht und so, aber ich habe halt gemerkt, dass mein Herz doch für die Musik schlägt und dass ich mit der Musik die besten Geschichten erzählen kann, meine eigenen Geschichten. Und da gehe ich gerade halt aktuell total auf Ja. und dieses Songwriting macht mir auch super viel Spaß. Und ich bin einfach gespannt, wo alles hingeht. Ja, genau. Also, dann, wie gesagt, dir alles, alles Gute, viel Erfolg und bleib Dankeschön. dran. Das geht auf alle Fälle gut voran. Ich drück dir die Daumen und für die Dankeschön. Zukunft, Bleib wie gesund. gesagt, Ich bedanke mich, dass das alles hier Gute. stattfinden konnte. Und ja, bis ganz bald. Genau, bis bald. Alles Gute. Gute Zeit. Danke, danke.